was dazugehört. So, wir sind wieder da. Ich war ein bisschen fleißig. Seht ihr auch, ich habe 14.200 Dollar zusammen. Und jetzt gucken wir nochmal unsere Mission. Alle Nebenvorstellungen, um deine Besucher zu erhalten, sollen wir kaufen. Gut, dann schauen wir jetzt mal. Wir holen uns zuerst mal den Getränkestand. Das ist ja immer eine ganz wichtige Sache. Schauen auch gleich mal rein. Wir haben also schon diverse Anfangsbestände. Müssen also nicht schon gleich alles einkaufen, sondern können erstmal abwarten, was sich da tut. So, dann haben wir unseren Geschenkartikelladen. Den können wir uns noch nicht leisten, der kostet 8.000 Euro. Das ist leider noch nicht machbar. So, da liegt noch ein bisschen Müll. So, jetzt gucken wir mal, was wir auf der Rückseite hier noch zum Kaufen haben. So, wir haben einmal das Karussell, das müssen wir auch mal wieder warten, sonst ist es irgendwann nicht mehr so richtig für uns einsetzbar. Gut. Also, wir brauchen jetzt noch 8.000 für den Geschenkartikelladen. Und ansonsten, glaube ich, haben wir soweit schon hier alles gekauft. Die Wagen hinten haben wir. Schießbuden und so weiter sind auch alle schon vorhanden. Ja, da haben wir ja nichts. Gut, also fehlt eigentlich nur noch hier unser Geschenkeartikelladen. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Lassen wir erstmal eine Vorstellung laufen. Denn ich habe auch einen Supershow-Token noch eingesetzt, den unser Peanut ergattert hat. Und den werden wir natürlich jetzt voller Freude einsetzen. Was natürlich keine volle Freude ist, ist zu sehen, dass der Ringmeister eine schwache Vorstellung bringt. Das ist doof. Ah, die trabende Tara trabt. Das ist gut. Der Thomas landet wieder auf seinem Gesicht. Mhm. Ja. Ja. Zoltan ist auch nicht so ganz fit heute. Ah. Der Felix macht das wunderbar. Das ist schön. Ja, und Peanut. Hier oben seht ihr es. Super Showtoken 1A. Es funktioniert bestens. Und Larry ist auch voller Tatendrang und bringt eine gute Vorstellung. Und der Elmo läuft hin und zurück. Es geht, ist nicht perfekt, aber gut. So, jetzt haben wir die 8.000 Euro schon zusammen. Wir kaufen den Geschenkartikelladen und schauen uns diesen Laden jetzt noch einmal schön an. Na, wieso komme ich da jetzt? Ach, da steht ja noch einer im Weg. So. Wo ist er? Da ist er. So, Geschenkartikelladen haben wir. Da sind auch schon diverse Startbestände mit dabei. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage, was müssen wir noch kaufen? Denn ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch haben. Hier vorne ist ja nichts mehr. Ich dachte, da mal was gesehen zu haben, aber da ist wohl nichts. Hm. Gut, dann lassen wir den Tag erstmal zu Ende gehen und ein bisschen Geld wieder in die Kasse fließen. So, jetzt schauen wir noch mal rum. Also das haben wir gekauft. So, hier haben wir noch ein bisschen Müll, den können wir wegräumen. Da liegt nochmal Müll, das ist nicht schön. Dass die Leute aber auch immer überall ihren Müll liegen lassen müssen. Nicht gut. So, und ja, die Wagen hier hinten haben wir auch gekauft, das passt auch. Sehr schön. Gut, mal gucken, was sagt denn eigentlich unsere... Ja, Nebenvorstellung. Gut, also irgendwo muss noch eine Nebenvorstellung sein, die wir wohl noch nicht gekauft haben. Oder müssen wir jetzt einfach noch alles in Schuss bringen? Das sollte natürlich auch wichtig immer sein. Und den Müll wegräumen ist auch wichtig. So, die Wartung haben wir hier bezahlt. Da ist auch nichts mehr zu kaufen. Und es kommt so nach und nach ein bisschen Geld in die Kasse. So, oh, hier sieht's ja aus, ne? So, wir gleich auch wieder alles in Schuss bringen. Das ist immer ganz wichtig. Ich weiß zwar noch nicht, was passiert, wenn man es nicht macht, aber ich will es ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht herausfinden. So, dann haben wir hier noch die Dose. So, und da war da nicht irgendwo noch so ein Haut in Lukas oder sowas? Komisch, der ist jetzt gar nicht da. Das ist jetzt echt doof. Hängt da jetzt wieder etwas? Da hängt, glaube ich, wieder was. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Kommen wir da noch nicht vorwärts.
Tja, dann müssen wir wohl doch wieder einen Zweiteiler machen. Tut mir ja leid, aber das Spiel will nicht so ganz, wie wir wollen, denn ich habe jetzt alles gekauft, was hier zum Kaufen ist. Und ich erinnere mich, dass hier eigentlich irgendwo noch ein Haut in Lukas oder sowas stand, nur der ist jetzt im Moment gerade nicht da. Dann machen wir Folgendes. Ich speichere den Spielstand ab. Jawohl. Und versuche jetzt mal direkt eins. Gehen wir auf Spielstand laden. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Ist nicht da. Wie gesagt, ich glaube, hier irgendwo steht das Ding, was uns noch fehlt. Denn alles andere haben wir gekauft. Gut. Dann, ja, melde ich mich gleich wieder. Dann machen wir da auch wieder einen Zweiteiler draus. Und gucken dann, wie es weitergeht. Vielleicht ist er dann wieder da, wenn ich das Spiel neu gestartet habe. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und zwar sind wir alle wieder zurück. Ja, auch unser Hau der Lukas ist wieder da. Jo, ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, einfach mal neu gestartet. Und schaut mal, da ist jetzt noch auf einmal was aufgetaucht. Was wir vorher auch noch nicht da hatten, ist jetzt auch da. Ist doch schön. Also, Neustart des Spiels hilft immer mal weiter, um dann einfach mal zu sehen, was da noch fehlt, was vielleicht wieder kommt, was da kurz mal Urlaub macht oder wie auch immer. So, jetzt brauchen wir aber noch eine Vorstellung, denn wir brauchen auch noch ein bisschen Geld. Denn für das nächste Teil brauchen wir 5000 Dollar. Deswegen hoffen wir hier mal auf gute Vorstellungen, so wie es jetzt die ersten zwei Kandidaten gemacht haben. Ah, der Sultan macht das auch schön. Der gigantische Felix schwingt die Kugel in luftiger Höhe. Peanut möchte das auch ganz gut. Ah, und Larry. Larry King ist der King. Oh, Elmo, St. Elmo's Fire, nicht gut. Nur adäquat, nicht so die berauschende Leistung. So, aber wir sind auf 3000 Dollar. Das heißt, wir kommen der Sache näher. Und wir haben auch schon die ersten Verkäufe hier. Das schaut richtig gut aus. Und auch unser Geschenkartikelladen bringt uns schon die ersten Einnahmen. Denn wir brauchen ja noch das Geld hier für die Wurfbude. Das sind noch 2000, die uns fehlen. Noch 950. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Und dann glaube ich, haben wir auch diese Mission erfüllt. 4-4. Oh, das Geld steigt. Die Einnahmen kommen herein. 4-5. Oh, das sieht richtig gut aus. 4-8. Ja. 4-9. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Komm. Jawohl. 5040. Und wir kaufen es. Und ihr seht's. Ausgezeichnet, dein Zirkus wird immer größer. Deine nächste Aufgabe wartet auf dich. Was? Alle deine aktiven Künstler sind krank. Heißt das nicht alle deine aktiven? Gut, alle deiner aktiver Künstler sind krank. Sie können nur noch einmal auftreten. Die Show must go on. Du brauchst also 5 neue Darbietungen für die Vorstellung. Das klingt jetzt aber Hilfe. Schauen wir mal. Einmal können sie alle nochmal auftreten, das ist gut. Und dann sind alle auf einmal krank. Das heißt, da brauche ich 5 neue. Peanut ist schon fast am Ende. Larry ist auch schon ziemlich weit unten. Oh, die sind alle ganz unten. Das ist natürlich ganz übel. So, da müssen wir jetzt hoffen, dass wir genug Geld nahe bekommen, damit wir uns dann gleich 5 neue Akteure holen können. Also, werden wir jetzt mal die Show starten. Diese eine Show geht ja noch und danach brauchen wir neue Künstler. 5 Stück an der Zahl. Ich hoffe, dass wir da genug Geld zusammenkriegen für. Also die Tara macht schon mal wieder eine gute Sache. Oh, das war aber eher eine Bruchlandung, Thomas. Sultan, naja, also man sieht, die bauen ganz schön massiv ab, die Kameraden. Der macht's gut. Ah, Peanut macht das auch gut. Und da draußen ist schon wieder ein Haufen Dreck vor der Tür. Guck mal hier, ein Haufen Müll. Elmo macht's auch wunderbar. So, und jetzt dürft's wahrscheinlich gleich Krankheitsmeldungen hageln. Peanut erschöpft, Larry erschöpft, Elmo erschöpft, Tara erschöpft, Thomas erschöpft, Löwenprinz erschöpft, gigantische Felix erschöpft. Olli fort, Olli futsch, Olli hin.
Super. 2800 haben wir. Das wird jetzt richtig eng. Darf ich einmal wieder hier durch? Ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen. Denn das mit dem Müll, das gefällt mir erstmal so gar nicht. So, es ist auch kein Mensch da. Der Zirkus ist leer, weil wir keine Attraktion haben. Das ist doch also nein. Verletzt, 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 verletzt. Wunderbar. Ja, passt. Halt, falsche Baustelle. Wir wollen ja gucken nach noch günstigen neuen Attraktionen. 1600, boah, das ist viel Geld. 1300, das wird schon besser. 1100, so, jetzt müssen wir nämlich richtig gut aufs Geld achten, dass wir da gucken, gibt's denn da nicht so irgendwas im Sonderangebot oder sowas? Mal schauen. Wöchentliche Kosten. Larry der Löwe. Der ist doch uns. Oder bei uns. Ja, sowas wäre doch gut. Wieso kriegen wir die? Also, dann nehmen wir mal den Wunderhund für 30 Tage. Den hauen wir. So, dann nehmen wir die bezaubernde Claire für 30 Tage. So. Gut, ist zwar jetzt blöd, wir haben erst zwei. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich viel, was wir anbieten können. So. Ach, die ist auch noch verletzt. Ja gut, da muss ich jetzt wahrscheinlich dann... Oh. So, Katie, der Wunderhund, ist wieder gesund. Das ist schon mal schön. Haben wir schon mal zwei Darbietungen zusammen. Und die anderen erholen sich so langsam erst. Das ist ganz übel. So, 2000 haben wir schon wieder zusammen. Da holen wir uns gleich hier den nächsten Elefanten noch mit dazu. Dann haben wir schon drei. So, wo ist er? Der gute Nyam. Ach, der ist auch noch verletzt. Meine Güte. Also das Verletzungspech ist wirklich heftig. Nun gut, lassen wir mal eine Show halt mit nur zwei Akteuren laufen. Und ja, dann sieht's aber, glaube ich, danach schon wieder ganz gut aus. Weil die zwei liefern schon mal eine schöne Vorstellung. Das ist schön, gut, wichtig. Und jetzt ist der Tag rum. Jetzt sollte der nächste wieder gesund sein. Dann haben wir schon drei zusammen. Jawohl, der fantastische Niam ist auch gesund. Den setzen wir jetzt auch gleich noch ein. So, jetzt bräuchten wir noch zwei Leute. Gucken, ob wir da noch was Günstiges haben. Ja, nehmen wir die weiße Schönheit noch mit. Und dann bräuchten wir noch einen... Halt, da ist was. Ja. So, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Haben also alle fünf Akteure. Die sind allerdings auch noch jeweils einen Tag krank. Deswegen werden wir jetzt hier kurz unterbrechen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter, wenn wir diese Quest erfüllen, diese Aufgabe. Und dann schauen wir, was uns danach erwartet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, Servus und Tschüss.